Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Creepypasta. Und zwar heute kommt eine Pokémon Creepypasta. Wer Pokémon nicht so gut kennt, ich kenn's schon und ja, ich werde ein kleines Bewertungssystem mit den Creepypastas einbauen am Ende, würde ich schon sagen. Und jetzt geht's los mit Creepypasta 2: Die Rache der Gelöschten. Hallo, wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Mark. Und heute werde ich euch von etwas sehr Merkwürdigem erzählen, was mir passierte. Nun, ich denke, die meisten von euch kennen die Pokémon-Spiele. Ich selbst spielte auch Pokémon und wie die meisten von euch hatte ich auch ein Lieblings-Pokémon. Aber bevor das kommt, nein, es ist nicht Pikachu. Ehrlich gesagt, mag ich das nicht mal besonders. Aber egal. Mein, oder besser gesagt, meine Lieblings-Pokémon waren Glumanda, Texo und Glurak. Schon damals, als ich zum ersten Mal eine Edition gespielt habe, haben sie mein Herz erobert. Glumanda war so niedlich und allein sein Anblick heilte meine Laune merklich auf. Glodexo hingegen war ziemlich cooler und hat allen nichts auf dem Kasten gehabt. Und schließlich Glurak. Er war einfach nur geil. Dieser Powerdrache räumte alles aus dem Weg. Sicher, einige von euch werden jetzt sagen, Totok würde ihn zerschlagen. Aber das ist mir egal. Mit den richtigen Attacken konnte auch Glurak dieses Defensiv-Pokémon knacken. Nun, wie dem auch sei. Glumanda und seine Entwicklung begleiten mich durch alle Pokémon-Editionen der 5. Generation. Ja, sicher einige von euch werden jetzt sicher sagen, das ist ja wie Ash mit einem Pikachu. Vielleicht habt ihr da auch recht. Aber mir ist es egal. Ich mag eben meine Starter. Aber kommen wir zurück zum Thema. Ich spielte damals gerade die weiße Edition und schaute mir gerade den Trainerpass an, um zu sehen, wie viel Geld ich hatte. Doch dann hörte ich einen Pikachu-Ruf von meinem Rechner. Ich hatte nebenbei auf dem PC Musik gehört, als plötzlich ein Werbespot lief. Und ich schaute auf die 6. Generation. Sie wurde angekündigt. Als ich den neuen Starter Fink sah, geschah etwas, dass meine Laune schlagartig besserte. Etwas, das bisher nur Glumanda vermochte. Fings hatte es innerhalb von Sekunden geschafft, sich zu meinem Lieblings-Pokémon aufzuschwingen. Ich sah mir den kleinen Fuchs ein paar Mal genau an. Was für ein niedlicher kleiner Fratz. Dann wähle ich definitiv als mein Starter, dachte ich, und ging auf Amazon, bestellte mir die Y-Edition vor. Komisch war nur, als ich mich wieder der weißen Edition zuwandte, war es nicht mehr mein Trainerpass, sondern ein Profil meines Gluraks. Hatte ich unbewusst das Profil angewählt, ohne es zu merken? Allerdings war ich mir ziemlich sicher, dass Gluraks Kopf sich zu mir drehte und mich finster ansah. Aber das konnte doch gar nicht sein. Immerhin, es war nur ein Spiel. Wie sollte das denn überhaupt möglich sein? Sagte ich mir selbst. Es vergingen ein paar Monate seitdem und es wurde bereits ein etwas bekannt gegeben. So wie die lernbaren Attacken. Oh, ich hoffe wirklich, dass Fingst zu einem Feuer-Psycho werden würde. Ganze Feuer-Kampf-Starter hingen mir zum Hals raus. Dann eines Nachts musste es 2 Uhr morgens gewesen sein. Dann hörte ich etwas kratzen. Nun, das musste wohl mein Kater sein, der ins Haus wollte. So dachte ich zumindest, als ich die Haustür öffnete, sah ich Fings. Es lief panisch in mein Haus und versteckte sich ängstlich unter meinem Bett. Erst verstand ich nicht, doch dann wurde es mir klar. Ich träumte. Ich ging zu meinem Bett und beugte mich runter. Keine Angst, ich tue dir nichts Kleines, sagte ich und hielt ihr meine Hand hin. Ich hatte einen sehr guten Draht zu Tieren. Ja, meistens schaffe ich es, in kürzester Zeit mit jedem noch so schönen Tier Freundschaft zu schließen. Dann bemerkte ich, wie Fings mit seiner Nase an meinen Hand leicht schnupperte. Ich lächelte es daraufhin an. Der kleine Fuchs sah dies und schien daraufhin sich etwas zu beruhigen und kam näher. Ich streichelte es über ihren Kopf. Doch dann zerbrach das Fenster mein Zimmer und Fings erschrak und sprang durch es und lief in den Wald, der direkt hinter mein Haus begann. Aufgeregt und verwirrt lief ich aus dem Haus, um ebenfalls im Wald
ein Glück zu suchen und fing's wiederzufinden. Hier und da hörte ich etwas zwischen den Bäumen hin und her huschen. Doch ich kannte diesen Wald als Kind, bin ich so oft dort gewesen, dass ich praktisch blind da durchlaufen konnte. Doch plötzlich kamen Flammen auf mich zu. Ehe ich mich versah, befand ich mich in Steinbruch, der tief im Wald war. Da sah ich etwas, was mich da einkreiste. Es waren unzählige Glumandas, Dotexas und Luraks. Ihre finsteren und wütenden Blicke bohrten sich in meine Seele. Doch was mir wirklich Angst machte, war die etwas weiter weg standenden Pokémon. Viele sahen aus wie Zombies. Teile ihrer Körper waren verstümmelt, angefressen. Oft sah man hier und da einen Knochen, der von blutigen Fetzen, totes Fleisch, noch an den Körper gehalten wurde. Bei einigen hing das Auge raus und baubte vor sich hin. Dann hörte ich sie. Ihre Stimmen waren tief, kratzig und düster. Meister, warum hast du uns betrogen? Warum hast du uns aufgegeben? Ich verstand das nicht. Dann wusste ich, diese waren allen Pokémon, die ich mal trainierte. Ich war jemand, der gerne eine Edition nochmal spielte, wenn er sie durch hatte. Warum dies bedeutete, den Spielstand zu löschen. All diesen toten Glumanden aus Dotex und Luraks mussten gelöschte Pokémon sein. Dann kam ein weiteres Druck auf mich zu. Aber anders als die anderen, hing kein Fleisch mehr in den Knochen. Keine Sehnen, die die Knochen zusammenhielten. Lediglich ein dunkles rotes Leuchten kam aus seinen Augenhöhlen des Schädels. Doch ich wusste, wer es war. Ja, ich kannte es. Champ? Sprach ich unbewusst den Namen meines allerersten Pokémons aus. Nur mein erstes hieß so, nach ich. So, nach ihm habe ich mein Lumanus meist Flamme genannt. Das Knochen-Pokémon nickte und sah mich an. Mir wurde sehr kalt. Es mussten mehrere Grad unter Null sein. So kam es mir jedenfalls vor. Champ streckte seine Klauen nach mir aus und beruhigte meine Wangen, die daraufhin brannte und die Haut leicht zu verwesen schien. Der Schmerz war grässlich. Zum Glück nahm er sie wieder weg und es hörte auf. Wie ich sehe, erinnerst du dich noch an mich, Meister. Auch wir erinnerten uns sehr gut an dich, wie du uns geliebt hast, uns vertraut und trainiert hast. Nur deswegen haben wir dir unseren Tod verziehen. Nur deshalb ließen wir dich fortfahren mit deinem Tun, Meister, weil du uns liebtest. Sein Blick verfinsterte sich weiter und er speit Feuer des Zorns in die Luft. Die Worte dieses Knochengerüsten entgegenschleuderten, trafen mich tief. Es war doch nur ein Spiel. Ich tötete doch niemanden, weil ich einen Spielstand löschte. Das war unmöglich. Aber diese vielen Pokémon um mich rum waren tot, verwesten vor sich hin, bis sie irgendwann wohl auch wie Champ nur noch ein Skelett waren. Eben dieser wandte sich wieder zu mir zu. Wir haben dir gedient und dir unseren Tod verziehen. Und wie dankst du es uns? Sein Blick ging nach rechts und ich folgte ihm. Und auf einem großen Stein sah ich Finks, wie es von zwei Dotexo festgehalten und auf den Stein gedrückt wurde. Es schlug um sich und schien zu wissen, was dem passieren würde. Etwas, was ich selbst in diesem Moment niemals erahnt hätte. Die beiden Dotexos gruben ihre Krallen in die Pfoten des armen Füchschens. Ich wollte ihm helfen, doch mein Körper rührte sich nicht. Ich war wie versteinert und konnte nur zusehen, was nun geschah. Alle meine Pokémon gingen auf das kleine Finks zu. Champ war der Erste. Er packte mit seinem Schädel und Kiefer Finks rechtes Bein. Du wünschte ich. Wusste ich, was da passiert, was sie mit Finks machen würden, während ich dazu verdammt war, zuzusehen, mich nur bewegen zu können und es ertragen zu müssen. Cem riss das Bein des kleinen Füchses aus. Schmerzensschreie
waren unerträglich. Laut und halt durch den ganzen Wald. Ich weinte. Was da passierte, brach mein Herz in zwei. Nur begann auch die anderen Fünks nach und nach Glieder auszureißen. Die Schreie gingen mir durch Mark und Bein. Ich hatte diesen kleinen Fuchs beim ersten Anblick ins Herz geschlossen. Und dann sah ich, was man mit ihm antat. Als Fünks schließlich nur noch ein blutiger Haufen war, kam Champ auf mich zu. Er flüsterte etwas in mein Ohr. Und ich war geschockt. Da kamen sie alle auf mich zu. Mit lautem Geschrei brachte ich aus meinem Bett auf. Ich atmete tief und schnell. Nach ein paar Minuten, in denen ich diesen gastlichen Traum dachte, stand ich auf, um mir das Gesicht zu waschen. Doch als ich im Spiegel sah,